Also ich habe den ja noch nicht gesehen, sondern der lief ja auf einem anderen Filmfestival in Berlin und hat ja auch zu Recht, muss ich sagen, nachdem ich es jetzt gesehen habe, einen Preis bekommen. Aber jetzt das Erste, was ich mal sagen muss, wo ich jetzt sehr, sehr froh drüber bin, ist, dass zweimal in den 90 Minuten ein Thermomix im Bild war. Und wer nun Thermomix, ich weiß nicht, wer von euch hat einen Thermomix? Also der weiß, um was es geht, ja. Also das hat mir am zweitbesten gefallen. Ansonsten muss ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ich weiß ja, dass das in einer relativ kurzen, in einer super kurzen Zeit gedreht worden ist und auch nicht mit Geld, so wie es normalerweise passiert. Also das ist schon eine steige Leistung. Also ich kann ja nur sagen, ich weiß nicht, wie viele Filme ich in meinem Leben gesehen habe, aber würde man sagen, 5.000, 6.000. Also, dass ich immer noch hier rumheulen kann in der ersten Reihe in der Turnhalle in Ispringen, also das ist wirklich ein sehr, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ein sehr positiver Film und der gibt einem auch irgendwie eine richtige Botschaft mit und ich muss schon sagen, ganz herzlichen Glückwunsch alle zusammen. Das Thema ist nun, diese Themen sind nicht einfach und dann einen Film machen, der so sympathisch ist, also große Zukunft, gell? Aus Ispringen.